wäre ich auch nicht. Ich hänge immer noch auf dem Anfang von dem Level fest. Hat jemand noch von euch einen Red Bull? Nee. Ich schieße jetzt mit der Pistole den Heli runter. Achtung. Ey, ich muss ehrlich sagen, ich habe so viel in meinem Inventar, ich kann einfach nur 5 Meter laufen. Da bin ich wieder auf. Soll ich gleich reinfahren oder lieber was machen? Ja, gleich hoch. Da war ja nichts, ne? Nee, wir spotten hier schon seit einer halben Stunde irgendwie, da ist nichts los. Hast du es im Kofferraum gelegt? Im großen Dub kann natürlich einer sein, das kann man natürlich jetzt nicht mit Sicherheit sagen, aber ihr werdet schon. Ja, also oben könnte einer sein. Was macht ihr denn jetzt mit den restlichen Ganggeld? Wofür nutzt das jetzt überhaupt noch was, wenn ihr alle Updates kannst, habt? Du kannst, wenn du es ausgebaut hast und kannst du im Gangausstatter, kannst du von dem Ganggeld was kaufen. Inwiefern? Na, Kleidung, Ausrüstung, Essen, aber Trinken. Keine Fahrzeuge. Kann der im Helikopter nett sein, mich mal schnell mitnehmen und dahinter schnell hinfliegen, weil ich glaube, ich werde so, da. Rainer Lachs, bleib mal stehen. Wo willst du hin? Ich weiß nicht genau, wo du hin willst. Ich schließe den Wagen mal eben ab, ne? Warte, siehst du mich hier? Entschuldigung, bitte schön. Dann mach genug. Ich das mal. Danke. Dann einfach hier, wo ich gerade gelandet bin, ja? Ich komme. Oh, hoffentlich ist es spannend, weil ich habe das noch nie. Ja, warte, hoffentlich tut sich da mal was. Du hast das doch gestern auch. Ach nee, gestern hat Danny das gemacht. Den ich immer noch nicht. Ich wollte schon ein paar Mal machen, aber das ist mir der Danny dann mir zuvor gekommen. Ihr sagt an, wenn ich ja drücken kann. Aber beweg dich nicht. Holst du deine Waffe und beweg dich genau, nicht. Genau, holst du deine Waffe. Ich bleib jetzt hier einfach stehen, ich tu die Maus weg und alles gut. Ja, dann kannst du doch eigentlich starten, hier ist ja nichts los. Starte ich mal. Na warte, ich muss noch, mitfliegen. Sollen wir mitfliegen? Du hast schon gestartet, jetzt Rainer, ne? Mhm. Warte, ich markiere mal schnell, wo du schnell landen musst, ungefähr. Ach, solche Channel, okay, da ungefähr. Da drüben ist das eigentlich richtig, dass die Bank auch einfach nur so eine komische Satelliten-Gummikugel ist, wie hier? Links? Nee. Nein. Nee. Weil ich mir mal YouTube-Videos angeguckt habe mit Banküberfall, da sitzen sie alle auf so einem komischen... Ja, das kommt drauf an, das ist bei jedem Server anders. Die einen haben Häuser, okay. Die anderen haben so verschiedene große Kugeln, die einen haben Gänge, unterirdisch. Ach so, das heißt, die einzelnen Points können die Admins dementsprechend auf jeden Server selber festlegen, oder was? Ja, also auf Altes ist es meist diese weiße Kugel und hier ist es dieses komische Tempelanlage zwischen Omere und La Rochelle, Ostküste. Aber der macht richtig schnell Prall, das ist ja richtig derb, das Zeug. Oh. Was schon, nimmst du schon ein? Naja, schon hier 10%, das geht ja rasend schnell. Krüger hat von Berthold Krüger 250.000 geraubt, alles klar. Ja. Darf man Leute überfallen? Nein. Schreib mal Nein rein, schreib mal Nein. Irgendwer muss Nein schreiben. Ja, ich will nichts schreiben hier, ich will jetzt nichts machen. Schreib einfach hin, Nein, Mann, sonst wird mir gepanzt. Ja, der Steve ist total Mensch, warum sagt er denn nichts? Steve ist gemutet wahrscheinlich. Die ganze Zeit. Schau mal, schreiben eh schon drei Leute. Nope. Gedacht, das wäre jetzt auch das, was am meisten. Du darfst sie nur kitzeln, das ist doch gut. Das ist auch die schlechteste, dummste Frage, was ich in meinem Leben gehört habe. Darf man hier was eine dumme Frage. Till, was ist mit dir? Du bist die ganze Zeit im Test gemütet. Bitte, das war ein Fail. Ich quatsch da gerade irgendwie im Telefon oder so. Schreibt mal einer dem Angeln Admin zurück, der schreibt gerade, wo bekommt man die Verarbeitungslizenzen her? Stehe am Kupferverwalter und kann sie nicht kaufen. Du musst schreiben, es gibt keine Lizenzen, du kannst ja nicht verarbeiten. Ja, schreib einfach, du kannst dich überfallen, du kannst hier nicht bearbeiten, du kannst hier nur nett sein und gutes RP machen. Ja. Ey, ich schreib einfach hin, wenn man kommt die Kupferlizenz, wenn man 5 Cops tötet. Nö, da kriegst du die Rebellenlizenz. Na, da kriegst du die Rebellenlizenz, schreib denen das. Wer ist dann macht das halt. Wer ist ganz? Wir fährten da mit dem Quillen zur Diamantmine. Ah, das sind die Rebellen. Wer ist ganz oben auf dem Turm? Ich bin hier ganz oben. Ganz nackt auch noch. Warte? Ja genau, Paul. Steh auf, QE. Ja. Ja, okay, hab dich gesehen. Gut. Können wir mal kurz Gummibärchen? Ich habe hier mal eine Runde. Hat da eigentlich der Hardy noch was geschnackt, dass er noch mal wiederkommt? Das sind Gummibärchen. Der letzte Scheiß. Der richtig. Ja, der Hardy wollte nur seinen Schweinebraten. Ich wollte eigentlich sagen, richtig nice, aber hey, lassen wir das mal so stehen. Na gut, Schweinebraten dauert ja auch ein bisschen, damit essen. Ja, aber jetzt ist es halt doch schon etwas später. Ich glaube nicht, dass sich der jetzt hier um 9 Uhr noch einen Schweinebraten einzieht. Ja gut, vielleicht kommt sein Freund, der Klaus Günther, der arbeitet in der Metzgerei, vielleicht macht der jetzt erst aus, keine Ahnung. Ja, am Samstag um 21 Uhr. Ja, der ist nein, Schlachter nein, nein, nein. Auf Stückzahl, weißt du. Oh, ich seh dich. Nein! Er fällt runter! Wer fällt runter? Ja, er ist runtergefallen. Oh, Alter, was war das denn? Dein Heli kaputt? Nein, der da oben auf dem Tower ist runtergefallen. Ich weiß nicht, wollte runtergucken, auf mal ist er zack. Dann rufen Ara. Ich ruf schon mal ein Telefon. Oh, Alter, ich kriege echt Plagg, ey. Hilfe, Selbstmörder? Nee. Suizidgefährdeter? Ja, ist ja runtergefallen.
du hättest hier mit so einer Sprengstoffweste. Alter, du darfst nirgendwo mehr hingehen, das ist alle. Alter. Ja, Treppen und so sind hier Haufen verpackt. Geh doch mal alleine in Georgetown die Leiter. Aber Jungs, ich zieh mal runter, bis du oben bist. Ich habe geschrieben, Person ist vom Dach gefallen. Nee, was habe ich geschrieben? Ich schreib. Aber Rainer. Rücksichtslos mag ich nicht. Unfähig, ja. Ich habe einfach gesehen, hier ist jemand vom Dach gefallen. Scheiße, ey, guckt euch mal meine Beine an, ey, da ist gar nichts mehr. Kann mich nicht bewegen, will mich nicht bewegen. Sag mal aber so ein. Oh mein Gott, Leute, weißt du, ich habe gerade auf dem Strand kurz geschaut, weil ich irgendwas bewegen gesehen habe. Die Bullen fahren da rum mit Waffenboot. Ich wollte mal kurz. Rainer, du hast doch vorhin was mit der Sprengladung erzählt, ne? Ja. Jetzt spiel das Spiel mal weiter. Raubüberfall. So. Und du platzierst draußen das Auto richtig, weil die Bullen gehen da ja eh nicht bei, weißt du? Die positionieren sich vielleicht noch drum herum. Und dann drohst du denen halt, die alle in die Luft zu sprengen. Ja gut, ich weiß ja nicht, ob es erlaubt ist, weil du darfst zum Beispiel Fahrzeuge, darfst du ja... Ich klaue jetzt hier Massa sein Fahrzeug. Ja, aber wenn es dein eigenes ist, darfst du es ja zerstören. Nee, weil du dann ja mit dem Fahrzeug quasi dann VDM betreibst. Ich weiß nicht, ob das dann so ausgelegt wird. Na, aber wenn es auf RP-Basis vorher ist, dass du sagst so von wegen, ja, wir haben hier eine Bombe gelegt und wenn sie jetzt nicht mit uns verhandeln, dann zünden wir die. Weiß ich nicht, wie das dann ist. Glaube ich, ist Auslegungssache. Also das ist eher dann Admin-Sache. Da müsstest du mal fragen. Weg vom Kommi-Zentrum, sonst werden alle RIP und die 187er das Feuer auf euch öffnen. Oh mein Gott. Er schreibt einfach hin, ich kann bis 188 zählen. Weil 187, die habe ich schon auf Barbecue nicht mögen. Mehr Flöten, 187, ja. Das sind doch bestimmt Hamburger. Kiddies, die waren auf Lauter Kiddies. Das war so eine Massengruppierung. 187 ist ein wirklich Hamburg Rapper Gang. Ja, wollte ich gerade sagen. Ja, die sind sogar mittlerweile recht erfolgreich geworden. Oh, es kommt jemand. 2800, sehr schön. Ja, ich habe auch eine Message geschrieben an der Ara. Ara, ich denke schon, es kommt jemand hier. Jungs, sind zwei Gruppierungen, 187 und RIP haben sich angekündigt. Die dürfen, glaube ich. Ich schreibe den jetzt erstmal zurück, von wegen, dass die mal ganz ruhig bleiben sollen. Ja, aber wer schießt ist denn kein hier jetzt schon? Die dürfen nicht schießen auf uns. Ja, das ist SMS ist glaube ich gar kein Roleplay mehr. Wir schießen hier. Ganz ruhig. Das sind glaube ich die Bullen am Strand, oder geht's gerade richtig? Schau mal unten im Boden. Ja, nee, das gut ab. Ich sehe Leuchtspurgeschosse von hier hochfliegen. Ja, das. Und schieß auf mich, Alter. Von wo? Ja, da kannst Engine Gelb, Alter. Keine Ahnung, wir dürfen nicht auf mich schießen. Wieder. Nee, das Ding ist keine Roleplay-Erklärung, keine. Das kommt aus dem Tal. Das kommt aus dem Tal, die wird auf mich geschossen. Engine Gelb. Er schreibt den hin, hört auf zu schießen oder kriegt gleich beide einen Perma und so weiter. Ja, wer schießt denn? Ja, wer das ist denn? Rest in Peace. Ich glaub, wenn ich da jetzt einen sehe. Hast du Video? Ja. Ja, da passt so. Deswegen, das ist das. Kommen sie jetzt oder nicht? Ja, das weiß ich doch nicht. Keine Ahnung, wo die sind. Ich höre ein Auto. Die dürfen nicht mal kommen. Da unten fährt ein Crawler. Ja, knallt die weg. Knallt die weg? Nee, du darfst auch nicht schießen. Das ist keine Roleplay. Nee. Die haben doch gefeuert auf uns. Die haben doch gefeuert. Ja, das ist okay, ich werde beschossen. Wo sind die denn? Von wo? Ich werde beschossen, das... Aus 220. Einer kam. Schüsse kamen aus dem Tal, die Leuchtspur und Munition. Ihr braucht gar nicht zu den Mauern rennen eigentlich. Die müssen den Berg erstmal hochkommen, genau, und dann können wir die abknallen. Das ist der coolste Vorteil, den wir haben. Hast du sie denn im Visier? Ja, ich gehe ins Haus. Und wenn irgendeiner stirbt, können wir zum Supporter rennen, keine Roleplay ankündigen. Ihr könnt auch deswegen schon zum Supporter rennen, sollen sie wir haben doch eine SMS geschickt. Es ist keine Ankündigung. SMS zählt nicht als Ansage. Das nein, du kannst ja nicht schreiben nicht. Hier, das ist ein Überfall, weißt du, das geht ja auch nicht. Das geht nicht. Du musst schon ankommen, du musst das Roleplay persönlich eröffnen. Genau. Also, ich werde beschossen. Ich bin tot. Rennt hier einer gerade hoch? Bist du eh schon tot gewesen? Ich bin oben. Hier rennt gerade einer hoch? Ach, hier, Benjamin Blümchen und so. Also, da muss echt einer von euch rübergehen, ne? Okay, wo sind die denn? Wo kommen sie denn? Die sind hier unten. Ja, ist tot. Benjamin Blümchen ist tot. Lass mal zum Support gehen. Ich habe ein Video aufgenommen, wie die einfach auf uns schießen, ohne dass irgendwie bei mir was ankommt. Kein Anrufverfahren. Oh, Felix hat Benjamin Blümchen. Hätte ich wenigstens eine Nachricht bekommen, wäre kein Problem gewesen, so, weißt du? Ja, schreibt gleich mal im Site, Benjamin liegen bleibt, Polizei kommt gleich. Der macht eh gleich Combat-Block. Siehst gleich, verliert Verbindung. Der ist immer gleich weg, wenn die Bullen kommen. So ein Penner, ey. Klar, wir bleiben hier, ne? Und wenn was hochkommt, knallen wir es ab. Ja, klar. Du guckst in die Richtung, ich guck auf Treppe. Kann da was rauskommen? Hochkommen bei mir? Kann schon. Ja, bei dir kann was hochkommen, da ist eine Treppe runter.
einfach mein Heli erleichtern. Und pass auf, wenn einer im Turm ist, der kann dich anvisieren da, ne? Durchs Fenster. Oh, wir haben das Ding auf Orange geschossen, ne? Alter, Vater, noch ein Schuss mehr, ich bin abgestürzt, ne? Ist der Helikopter weg schon von der Luft? Ja, ich bin weggeflogen, klar. Ich hab das nicht sehr gut, Stefan. Was? Ich sagte sehr gut. Nö, ich hätte das jetzt auch nicht so nicht riskieren wollen. Ist der Ara eigentlich schon auf dem Weg? Weil ich hab nee, der ist wieder abgebrochen, der Flugzeug. Also ich esse hier ganz gemütlich meine Gummibären auf 300 Meter Höhe, plötzlich merke ich so, hier schießt, wie wird geschossen, wer schießt denn da? Wir müssen nur und dann gucken, dass der Ara nicht den können wir uns nicht ausloggen? So, jetzt mal nicht alle ganz so laut, wir haben ja hier immer noch Leute um uns zu. Ja, mach das. Ruhe. Aber ausloggen ist nicht erlaubt, ne? Wer Combat-Log in der Situation, ja. Ich kann den Heli ja nicht einparken. Also bleibe ich einfach mal drunter. Wisst ihr was? Wir nehmen den dann einfach fest und bringen ihn wieder vor die Cops. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Also einen habe ich getötet, 187 und Rest in Peace sind ja. Da ist einer, da ist einer. Wo? Wo? Wenn von ganz rechts kommt einer, ist hinterm Zaun, kann ich nicht mehr weiter anschauen. Da ist einfach unbewaffnet gekommen. Markieren auf der Map. Ja, bitte. So, 98%, ich kann gleich beim Gefecht. Und dann kann ich den Leuten ansagen, wo der ist. Ja, da ist, hab markiert. Das ist quasi hinter euch. Nicht am Vordereingang, am Hintereingang. An der Mauer. Hier kommt wieder einer hoch, den Berg. Bei mir ist einer, wo ich lag, ja. So, 100%. Durch. So, wollen wir abhauen? Nö. Achtung, es kommt einer rein. Der kauft hier außerhalb der Mauer. Der hat sich hingelegt, warte. Feuer in 3, 2, 1. Was? Das war doch voll Fresse. Schieß ihn ab, wenn du sie siehst, dann schieß die Knall sie alle ab. Ja, boah, voll, ich werde auch beschossen. War doch voll ins Gesicht oder was? Egal, ich kann meinen machen. Und der ist tot? Genau. Felix hat noch einen. Was, da kommen zwei, drei. Wo? Wo? Und wo weg, wo ich markiert habe. Ich, knall sie doch ab, du hast doch Sniper. Ja, ich hab einen gesehen, die verstecken sich hinter der scheiß Mauer. Ich kann nur ihre abgemeldeten Gesichter sehen, mehr nicht. Aus welcher Richtung? Den Kompass? Westen, Süden, Osten? Westen. Ein Schüssel. Die haben mich gesehen. Ach, die sind schon auf dem Gebiet drauf, ne? Ich hab einen scheiß Lag, ich hab einen mega Lag, das ist ja 100. Bei mir hast du gut getroffen, Xscape. Der war das. Naja. Wie gesagt, die overpoweredste Posi ever. Wo bist du? Die haben mich gespottet. Die haben mich gespottet. Könnt ihr denn mal erzählen, wo die sind? Wer läuft eigentlich die ganze Zeit hier in diesem Gebäude rum? Ich bin in dem Gebäude auf der Rückseite von dem Hacking-Tool. Die sind an der Mauer und an der Kuppel. An der Kuppel und an der Mauer. Alles im Westen. Daher kommen die. Die haben mich gespottet. Ich habe ein Problem. Ist einer oben aus dem am Balkon? Das bin ich. Okay. Hier, ne? Ja, und ich bin da gegenüber in dem Fenster. Uiuiui. Okay, es geht der Typ im Kopfschuss, wenn er nicht auftaucht. Ja, Kopfschuss, Alter, richtig ist. Geil. Der schöne Amon. Alter, ist da Gammel noch zwei. Dann nächsten. Direkt nächsten. Sind die auf der Kuppel oder unten? Sind da bei der Mauer. Ich kann nur ihre Köpfe manchmal durch oder irgendwas von denen. Flieg mal dran vorbei, versuch das mal näher zu spotten. Ja, ich kann pass mal bitte auf, ne? Das ist auch ein Scharfschütze. Ja. Ganz hinten, den hörst du. Ich bin. Dreh meinen Arsch zu denen, so dass sie mir nicht. Kommt noch ein Arsch. Na, siehst du schlecht. Keine Ahnung. So, einer rennt jetzt nach Osten. Nach Osten, Osten bin ich, Nordost bin ich. Wichtig ist, dass wir im Group Channel wissen, wo Amon ist, wo ich Amon abgesetzt habe. Ich weiß jetzt nicht. Ich kann das mal. Den habe ich. Warte, ich da hinten ist noch einer, der läuft noch hin und her. Da habe ich Amon abgesetzt, wo ich gerade markiert habe. Der ist zwischen 402 und 443 am Kraterhügel gegenüber. So, die werden wir ausliefern, ne? Ja. Anschließend alle Mann. 400? 400 gibt's nicht. Es gibt nur 360 Grad. Läuft hier gerade in die Halle rein? Wir läuft hier gerade in die Halle rein? In Osten? Gut, im Osten ist einer in der Halle drin. Feuer. Südosten, in der Halle. Mit grün, in der blauen Halle. Mit grünem Rucksack. Keiner von uns dann. Keiner von uns. Ja. Hier rennt auch einer rum? Das bin ich. Haus. Hier oben im Gebäude, das bin ich. Ja. Der geht jetzt in die weiße Halle.
Warte, ich hab. Ja, ich sehe ihn da hinten. Kannst du ihn abschießen? Oh ja, das war übelst knapp, aber richtig knapp. Ja, der läuft da hinten. Nochmal. Knapp gibt's nicht. Knapp gibt's nicht. Ohne dir. Da bist du neben. Von irgendwo war ich beschossen. Da ist noch ein Scharfschütze, der Rüstung. Irgendwo liegt der. Ich kann ihn nicht spotten, scheiße, ich weiß wo er ist, aber ich kann ihn genau nicht sehen. Ach Gott, der hat mich genau meinen Arm getroffen. Warte. Verbind also von der Position, wo du bist, müsste das. Ja, der ist dabei. Der ist tot? Der, schon. Ja, der ist ja, da. Ja, sauber. Ey, okay, das ist noch ein auf Skip wahrscheinlich. Nimm das jetzt auf hier. Wir warten einfach. Maximus, wisst ihr doch, da wo das Lava runterkommt, da ungefähr liegt einer. Ja, der müsste am Kraterrand liegen, von da aus hast du eine gute Position. Ja, drüben auf der anderen Seite oder so, was ich auch mal. Lass ihn doch einfach jetzt warten. Lass uns doch einfach warten. Deine Jungs wird's irgendwann auch zu blöde. Ich bin tot und ich kann nichts auswählen. Du bist tot, Armon? Ja, aber ich kann nicht Ara nix. Dann kann ist es verpackt. Dann ist es verpackt. Kann auch wieder eine Stunde warten, bis ich da irgendwas gar. Covert einer hier den Turm von mir? Ja, bei mir ist einer. Bei mir. Meine Leiche ist einer. Ich bin. Du bist oben am Krater, ne? Ja, bei mir in der Leiche ist einer. Jetzt auch mal supporting meinen Sachen, weil. Ja, warte mal erstmal, warte erstmal. Kann nichts anklicken. Im Westen hat einer geschossen. Ja. Der muss aber. Die gehört jetzt zu euch? Der muss aber hinterm Zaun liegen. Bin ich. Im Westen und auch einer auf dem Krater. Rainer, wo bist du denn? Ich bin immer noch gegenüber in dem Fenster. Ich bin auf der Rückseite von dem Hacking Tool in dem Gebäude. Ah, okay. Weil ich habe auch Blick da auf die Straße. Dass ihr noch kämpft, bin ich mal schon bei drüben bei Elan und warte wegen Support. Hey, vor allen Dingen, dass er mich. Dass er mich. Dort so lange. Oh, dass er mich hinter. Meine Fresse. Dass er mich da spotten kann. Wenn er hinterm Zaun liegt, kann er nur durch eine Lücke schießen. Wie kann er mich da sehen und schießen? Es gibt Waffen. Denk dran, da kannst du durch so eine Mauer durchschießen. Mit einer Saphir hole ich dich hinter der Mauer weg. Mit Saphir war das nicht, weil der Saphir hat mich mit einem Schuss down gehabt. Nee, ja, Saphir, also da, die Saphir hat auch keinen Schalldämpfer. Kann mal einer bitte im Sidechat markieren, wo er gesniped hat? Hab zum Blue-Channel markiert, soll ich nochmal? Da hinten? Ja, da hab ich, da war Armon. Und da wurde er getötet irgendwo in der Richtung. Nee, Armon war hier oben, ich tu's mal im Global kurz markieren. Mach das mal bitte. Da läuft einer hinten noch. Ja gut, das ist ja fast dieselbe Distanz. Ja, da ist einer noch ungefähr. Und beim Graber kamen noch Schüsse. Beiden Seiten kamen noch Schüsse. Da rennt was auf dem Berg. Schießen. Da hat gerade einer auf mich geschossen. Aus Westen immer noch. Einer, der ist links auf dem Hügel. Und sie Kompass an? Der ich komme ins Haus rein, keine Panik. Ja. Geh bloß weg vom Fenster, das ist der Sniper. Ja. Aha, die ist online. Hätte auch deinem Ort bekommen. Schade. Ah, wie weit ist das ungefähr weg gewesen, da wo du gelegen hast? 400 Meter. 500. Ich glaube, der Krater hat 400, 500. Wer ballert da? Ich. Schade, daneben. Stehen da immer noch Toren? Ja, der legt sich da oben auf dem Hügel hin. Ja, das ist ein Sniper. Ja, drüber fliegen tue ich nicht, das ist mir zu riskant. Hallo. Hey Hardy, Moin. Wir brauchen Support. Ja, ich muss mich nur neu ausrüsten. Komm Zentrale. Ich kann dich abholen mit dem Heli, wenn du willst, aber. Marco könnte den absetzen, dann könnte der den umlaufen, ganz einfach. Genau. Der Sniper ist ja nichts. Hardy muss bloß sagen, wo er spawnt und sich ausrüstet, dann. Ihr habt doch den Rebellen-Heli, dann könnt ihr doch über ihn fliegen und ihn abknallen. Außen Heli ist super schwer, da brauchst du nur Millimeter Wacken, dann ziehst du unten. In Tobacoro gespawnt, dann hole ich mir eben ein bisschen Kohle und dann. Tobacoro? Kaufe ich mir ein paar Sachen. Tobacoro, okay. Ja, ich komme mal zu dir. Wie viele sind denn von denen jetzt noch dabei? Gehe ich noch mal kurz tanken, weil. Also, ich schätze mal, einer, der noch rumflitzt und ein Sniper, der da rumläuft. Meine ich zu zweit. Oder zu naja, glaub mal dran, die machen neues Leben, die kommen alle wieder, die Schweine. Ja, das dürfen sie doch nicht. Die dürfen hier nicht antauchen. Da ist er. Die Situation läuft, dürfen sie ja nicht her, ja. Hinter der Mauer, der schleicht hier rum. Richtung? Der ist... Immer noch Westen. Ja, immer noch links, da wo wir gerade drauf geschossen haben. Links an der Mauer ist er, Höhe der zwei ersten Büsche.
Mittig, zum anderen Gebäude. Sind von uns jetzt oben auf dem Hügel ist er, oben auf dem Hügel. Einige sind nur zwei gestorben. Ne, drei waren gestorben. Scheiße, einer ist runtergefallen. Ach ja. Kommt der Mediker? Der Sniper kann mir nichts antun. Ist der da noch, der Medic, oder ist er weggeflogen? Das ist dann 12-mal Totschlag. Ah, ich steck so gut weg. Hört draußen erzählt. Jemand rennen? Rainer? Nee, ich bin immer noch gegenüber. Soll ich mal das Sniper-Battle eingehen? Du, ich würde, wenn du eine Kaliber hast, versuchst, ansonsten lass bleiben. Eine K, aber ich kann gut auf 500 Meter schießen. Schüsse? Ich schieße. Schüsse. Ich hab ihn nicht erwischt, verflucht nochmal. Wo war denn? Oben auf dem Berg immer noch. Er ist immer noch auf dem Hügel, ne? Da rennt er jetzt weg. Der ist Richtung Nordosten. Der ist auf dem Hügel auf 40. Oh, der Ronny Rossberger liegt gerade. Sorry. Wieder Schüsse. Deshalb bin ich jetzt gerade. Immer sagen, der hat eine M320, da oben. Treff den nicht, Alter. Knapp. Ja, ich treffe ihn nicht. Und setz dir doch einen Marker ungefähr, wo er ist, dann weißt du von der Entfernung, wie viel ist es. 500 Meter. Ich sehe den gar nicht, Jungs. Ach doch, da. Wer läuft hier am Zaun? Das ist ein Gegner. Schieß. Schieß, Feuer. Bewegt euch einfach wenig, dann. Oh, bei mir kommt jetzt kommt ein Ara, weißt du? Ausgerechnet jetzt. Ist jemand unterwegs zu mir? Ja. Wo ist denn der am Zaun? Wenn er dich wieder belebt, sag bitte die restlichen liegen lassen erstmal von den anderen. Ich kaufe mir da draußen rennt einer. Ja, hier, an der Hütte. Komm jetzt mit dem Heli, 1,2 Kilometer noch. Da ist einer direkt hier zum Haus. Okay, schießt rein. Alles klar. Bei euch, oder was? Ja. Ja. Unten bei dir, Rainer, das bin ich hier oben. Alles gut? Er hat mich gehittet, ich ihn aber auch. Ah, ich bin down. Seh die nicht mehr. Die kommen rein. Ja, die sind im Haus. Mehr, wie viel sind das denn auf einmal? Wer hat mich denn getötet? Der Boticus Maximus, der war die ganze Zeit schon da. Oben ist die Tür aufgegangen, okay, in einem Fenster. Boticus Maximus. Ah, das sind zwei Sniper, ich markiere euch nicht. Ah, der hat mich. Und was für eine Feuer. Gruppierung sind die denn? Verdammt. Rest in Peace und 187. Ja, aber die werden gleich sowieso Rest in Peace und 187. Sollten wir gucken mit dem Videobeweis, das war keine RP. Ich hab ein Videobeweis. Ja, genau. Ja, direkt drüber. Sehr schön. Das kommt denn der Ara jetzt? Alle wegkommen. Dass ja. Alle mal. Ja, ich hab keinen Namen halt. Auf mich wurde halt geschossen, aber... Ich weiß nicht, der schießt auf mich im Haus. Gewesen. Der kann mich gar nicht sehen, aber er schießt auf mich. Ich hock hinter der Mauer. Abgeknallt, aber es geht ja nur um den Ara. Hey, schau mal, ich sitze im Haus hinter der Mauer, der kann mich gar nicht sehen. Da ist kein Fenster, nix. Er schießt mich durchs Haus einfach. Abseits, ab. Ja, oder? Jetzt sind sie alle fast tot, ne? Ist nur noch Felix da, glaube ich. Also Schreib mal einer rein im Zeit, wir sehen uns gleich im Support. Egal, geh mal einfach rüber. Lass das, die werden das so. Dann kannst du selber schreiben. Leider, die werden das merken, lass doch einfach. Wir ziehen nicht im Zeit die Diskussion anfangen. Lass den Zeitchat aus. Machen wir das so, dann ist gut. Das bringt nichts im Zeitchat, sich aufzuregen. Da kommt das andere Leute raus. Also im Haus, in dem Kuppel hin, sind zwei Leute oben in dem Bereich, oben. Aber die sind schon im Gelände quasi. Ja, sind schon im Haus. Dann setze ich unseren Sniper hier, was hast du für eine Knarre? Eine K. Dann setze ich dich da ab, wo ich Armor abgesetzt habe, und dann musst du die halt umlaufen, ja. Das müsste auf der anderen Seite des Kraters sein, verstehst du das? Komplett gegenüberliegend, sagst du. Genau. Du kannst dann eigentlich auf alles schießen, was sich hier bewegt. Drei Sniper. Also von uns sind alle tot, oder was? Nein, Felix lebt noch. Ich werde hier die ganze Zeit irgendwie wallgebankt, also ich weiß nicht, wie die mich sehen können. Der hat mich als Seraphim, der hat mich auch durchs Haus geholt. Ich sitze ganz safe im Haus, dann in dem Mittelgang.
die Türen waren alle zu und der hat mich durchs Haus erschossen. Dann mach davon ein Video, hast du schon erschossen. Ach, scheiß auf den, der Arsch kriegt den auf den Sack. Nein, ich möchte echt. Na, vielleicht ist es ja ein Hacker, kann ja sein. Ich meine, sowas sieht man selten auf Altes, aber ab und zu gibt's sowas auch. Ist ja nicht so, dass es jetzt. Hä? Man wird gebratzt. Werden wir denn so, Rainer Lack wurde von Seraphus getötet, alles klar. Ist das denn für ein. Egal, Felix hat noch eine recht gute Position oben im Turm. Powerarm wurde von Boticus Maximus getötet. Felix, durch den Turm kann man nicht durchschießen, egal mit welchem Kapitel. Hast du ein Video, ja? Und Geldteil wurde von Boticus Maximus getötet. Hast du ein Video, ja? Ich habe sowieso das Video laufen, aber ich lese gerade den Chat, wer wen getötet hat. So, ich muss bloß aufpassen, echt, ich möchte den Heli-Fit-Ding nicht schrotten. Das wäre echt scheiße. Ich möchte das ja. Nicht. Also, ich, das Land werde ich hinkriegen, mir geht es darum, dass die uns auf einen Zug schießen können. Alter, wie die schießen, Mann. Ja, übel, das war in der Leitung, keiner kam, aber ich hab ihn gesehen. Nein, kannst ja, du hast da einen Job mehr als gut gemacht. Ja, auf jeden Fall. Ja, du hast 3 Leute geholt, hallo? Jungs, ich bin ehrlich, ich hab den schlechtesten Job gemacht. Ich hab mich hinter der Tür versteckt, er kam rein und ich hatte nur Einzelschuss drin. Also, der allerschlechtesten Job hab ich gemacht. Ich lag da draußen, wollte spotten und dann haben wir einen abgeschnallt. Ne, du bist, einer ist noch runtergefallen, der war am besten. Das war Blöckmesser, der hat die Pappnase auf, der hat das ganze Equipment von mir. Ich überlege jetzt gerade, ob ich dich überhaupt noch raussetze, weil das wäre halt jetzt quasi schon... Nee, dann lass, dann ist die Gefechtszone zu Ende, dann kann vielleicht der ARA kommen. Ja, genau. Der ARA ist schon 255 Meter neben mir. Okay. Und da können wir ja schon mal im Support gehen. Aber ja, alle Mann, bisschen... Nee, der mit Video geht und noch einer geht. Genau. Ja, ich muss auch noch... Nee, bei mir... mach mal mit allen, wenn dann... ich muss das, muss den Heli irgendwo abstellen. Irgendjemand. Ach so, wichtig wäre noch zu sagen, weil ich hab die SMS, ne? Ich hab die SMS von den Leuten bekommen, ne? Hast du einen Screenshot? Ja, du ja, die haben Marco. Alle gekriegt. So, nee, ich hab keine bekommen. Wichtig wäre noch zu... Nee, ich hab keinen. Ja eben, mal ich ganz hab ja keine bekommen und auf mich haben sie geschossen. Den Fall gab's schon. Wichtig so, wäre jetzt zu sagen, wenn ihr da drüben im Support seid, wir waren schon auf dem Ding drauf, auf uns wurde geschossen, wir hätten uns nicht weiter zurückziehen können aus der Story. Pass auf, ich war selber lange Zeit Admin und eine Seiterklärung. Wenn der Admin einigermaßen fit ist, dann sagt ihm einfach ganz klar, hier, Handy ist keine Erklärung und dann wurde schon auf den Heli geschossen. Ja, nein, schon. Pass auf, ich mach das schon, ich hab mit Support so eine Art... Da brauchen wir gar nicht drüber debattieren. Es gibt hier eine klare Ansage, dass mit Handy SMS ist keine RP-Eröffnung mit Überfall oder das, was die gemacht haben. Das müssen die mit Anrufen machen. Nur das zählt, alles andere ist RDM. Das muss einer persönlich face-to-face und das musst du ihm sagen, ich würde gar nicht kommen mit irgendwelchen Geschichten, wir konnten es nicht zurückziehen, weil... Die haben uns einfach angeschrieben, einen von uns oder so in der Gang, keine Ahnung. Genau, die haben die Gang einfach angeschrieben, haben direkt losgeknallt. Wo lande ich jetzt den Helikopter am besten? Ich sag euch gleich, warum ich das gesagt habe. Ich muss das immer sagen. Nicht alle durcheinander. Wir hatten genau die gleiche Situation. Jetzt, da waren hier. drei Leute, die uns überfallen wollten. Können die uns jetzt noch ich festnehmen eigentlich? Ich hab zu denen gerufen, dass die stehen bleiben. Das war im Übrigen ein Moderator, der da war. So, und der Moderator hat das Video quasi hochgeladen und die haben sich aber nicht zurückgezogen, weil wir die Kampfhandlung eröffnet haben. Und wir haben dann halt argumentiert, ja, wir haben einen von euch getötet. Aber ihr hättet euch ja zurückziehen können, weil es ja RDM war. Und demzufolge brauchten wir nur einen einzigen das ersetzen, aber wir wollen ja quasi alle das ersetzt haben. Ich würde gerne mit dem, der das Video hat, mit rübergehen, wenn es für euch alle okay ist. Deswegen machen wir das. Sind wir von 2 Gruppierungen dabei, das können wir machen. Deswegen dann, rüber, ja. Und nicht so viele, und dann möchte ich einfach...